Mist, einen haben sie schon rituell geopfert. Leider. Armes Mädel. Na, Blutsteinort entdeckt. Irgendwo müssen doch hier noch... Es waren doch vier Leute. Wo sind die anderen denn? Hm. Naja. So. Blaues Blut. Müssen wir mal nachgucken. Blau. Seht ihr da irgendwas? Also ich sehe da nichts blinken. Kommt man wohl von der Seite nicht ran. Tushi. Naja, ist ja gut. So. Tja, da müssen wir mal gucken. Irgendwie von der anderen Seite, vielleicht wenn man da auf der Ecke hier so ein bisschen steht oder so. Keine Ahnung, wie man da rankommt. So, da ist die nächste Quest. Jetzt raten wir mal durch hier. Ja, die nächste Folge hat eh sogar schon angefangen, ist kein Problem. So. Moment. Raus. Wir kontinuierlich kommen wir den Spielfortschritt immer näher, das ist gut. Aber nach so vielen Folgen haben wir immer noch nicht die Hälfte des Spiels gemacht. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade mal so bei 50%. Wenn wir ins Dorf zurückreisen, können wir mal den Gesamtfortschritt sehen. Die Tapir haben schon wieder Angst von mir. So, die Wölfe jagen die Tapire, das ist gut. Wollen sie machen, ist ja auch ihr gutes Recht. Sie wollen ja überleben und der Mensch darf sich nicht überall einmischen. Weil wenn wir alle schützen, dann haben wir das Problem, dass denn die ganzen Fleischfresser aussterben und die Pflanzen sich abfressen. Und das ist ein Teufelskreis. So, genug der Geschichtsstunde, da ist ein Riesenmammut. Und eine Bestie. Okay, wo könnte denn hier eine Bestie sein? Da, genau da, wo wir hinwollen. Und unter uns ist eine Höhle. Boah, das nenne ich mal ein großes Mammut, ey. Unter uns ist eine Höhle mit Sammelobjekten. Gut, dann können wir das nicht nehmen. Bin mal gespannt, was das für eine Bestie ist. Waren's die? Okay, da war noch mehr. Es war ein größeres Rudel. Ich dachte einfach so ein 5-Hühnchen-Rudel. Nein, es sind 10. Na gut, haben wir wieder was dazu gelernt. So, was ist das denn hier? Brot oder was? Interessant. So. Weil das mit. 4 von 9. Wurden die schon mehr getötet? Hey, das ist ein Streifenwolf! Das ist ein Streifenwolf! Das ist ein Streifenwolf! Den habe ich noch nicht gefangen. Warte, so. Warte. So. Gucken. Das ist ein Streifenwolf. Das ist ein Streifenwolf. Komm her. Ich sehe dich. Ganz ruhig. Ich rette dich gerade. So, 5 von 9. Yeah! Streifenwolf. Sehr geil. Der ist ziemlich stark. Gucken wir mal. 3. Und unser Sabertooth macht weitaus mehr. Aber egal, wir haben einen Streifenwolf. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo einen. Sehr geil. Dann haben wir das auch fertig. Wir sind hier aber ganz schön amok gelaufen. Jacks getötet. Okay, oh, was Großes ist hier. Das Legendäres. Nashorn. Ich sehe nichts, zu viele. Oh,
Ich werde schnell hier das Bullnashorn platt machen. So. Streifenwolf? Das ist ein Streifenwolf. Das ist ein Streifenwolf, oder? Ist das ein Streifenwolf? Nee, das ist ein normaler Wolf. Schade. Wir brauchen um den Streifen, Alter. Aber Glück gehabt. Ein einziger seltener Steifen. Steifenwolf. Ja, ein Streifenwolf. Kennen wir ja. Ein Streifenwolf. Ein seltener Streifenwolf dabei gewesen in diesem Rudel. Glück gehabt. So, wo sind die jetzt alle? Wo sind die alle? Südstein. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes hier raus. Seltenen Südstein. Sehr gut. Da ist wieder irgendwas. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt der Streifenwolf ist. Also wie es ausschaut, scheint es der Streifenwolf zu sein. Was Legendäres ist hier auf jeden Fall noch unterwegs. Ah, ein Weißwolf, das könnte er gewesen sein. Und was ist hier noch unterwegs? Oder ist es wahrscheinlich nur der Wolf, der noch als NPC hier lang geführt wird? Da ist er. Das ist Streifenwolf. Na, da haben wir doch noch einen überhäuten können. Sehr schön. Für die Hütte, ne? Das war für... Genau, das war für hier. Gadosh. Sehr schön, haben wir erledigt. Erledigt, sehr schön. Wieder ein paar Leute gerettet, ein paar Bewohner. Da ist die Höhle, da können wir dann irgendwann mal rein. Und ja, werden wir doch mal gucken hier. Schwer, sehr viele EXP. Wie müssen wir da hin? Da müssen wir da hoch. Kein Problem, dann machen wir außen rum. Geil. Stand da gerade 14.000 Erfahrungspunkte, das kann nicht sein. 1.400, ne, haben wir bekommen. Aber 1.400 ist schon eine ganz schöne Hausnummer, wenn wir bedenken, dass immer alle 2.000 ein Fähigkeitspunkt freigeschaltet wird. Ja, sehr schön. Wir werden stärker, Kada. Takar werden mächtig. Takar finden gerade wieder. Warte mal, Höhle. Alles abgegradet. Warte, was habe ich hier? Ein Dachs nur. Okay. Höhlenbär hatten wir ja nichts mehr, ne? Das hatten wir, glaube ich, schon abgeerntet. Ach, stimmt, den hatten wir abgeerntet. Stimmt, ja, ja. Haben wir abgeerntet. Das war nämlich da, wo wir das eine abgegradet haben. Ja, stimmt. Ja, kannst du mal lachen, ey. Jetzt bist du tot. Ah, jetzt bist du tot. Hättest du mal nicht gelacht, sondern wärst weggerannt. Hättest noch leben können. Aber nein, du bist ja Psychopath. Tötest einfach wehrlose Venue. Wir wollen ja hier nichts machen. Was ist da los? Da kämpfen sich zwei Bären, Alter. Wer zuerst in der Intimrasur rasiert wird. So. Was ist das hier? Ganz schön hier was los, Alter. Venue und Isama sind ganz schön dicht beieinander. Das gefällt mir nicht. Viele Konflikte. So, sieht aber hier erstmal ganz gut aus. Da ist schon wieder ein Bär. Gut, er sollte eigentlich abhauen. Bin mal gespannt. Oh, ich muss auch mal... Warte, ich muss auch mal unserer Katze mal ein bisschen was geben hier, ne? Nee. Ja, gib mal her. Gib dir gleich nochmal was. Warum sind hier gerade die ganzen Ziegen am Laufen? Schlange ist in der Nähe. Oh, ist das unser Blut? Kann das echt sein, dass unser Löwe... Quatsch, unser Säbelzahntiger am... war? Ah, nee, das sind alles nur Ziegen. Gut, alles klar. Ich muss sagen, was ist hier los? Nee, das Blut scheint hiervon zu sein. Von dem legendären Bären. Ich glaub nicht, dass wir es schaffen, aber... Takar, glaub dran, dass wir es schaffen. Nehmen wir die fette Keule. Ich glaube, mit Pfeil und Bogen kommen wir hier nicht weit. Fette Keule und auf jeden Fall Speer. Okay. War echt gespannt, was hier unten so auf uns wartet. Na, können wir schon denken, dass das Wasser hier wahrscheinlich alles so vergammelt ist. Da oben ist mal hoch. Ist natürlich super. Wir müssen nach oben. Okay, alles klar. Und unser Tier kann ich mit. Na toll. Das heißt, wir müssen ihn alleine machen. Der große Jäger ist jetzt
wird wieder zum Gejagten. Naja, naja, naja. Wer weiß, wer weiß. So, kann ich denn überhaupt noch ein paar herstellen? Ja, hier kann ich noch genug. Gut, dann kann ich die auch mal aus Feuer machen. Seine Hand steht in Flammen, stört ihn aber nicht. Tarkal abgehärtet. Grosch hat ihn alles beigebracht. Er sein Chuck Norris. Oh. So weit, so gut, ne? Ist man hier schön in der Höhle. Auf jeden Fall ist hier unten noch ein Lager, so wie es ausschaut. Interessant. Bärenbemalung. Bin ich aber. Ich gebe mir mal kurz was zu trinken. Tja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich den fangen? Narbenbär. Wie kann ich den Jungen fangen? Das wird jetzt die richtige Frage. So, Lager. Lager entdeckt, sehr gut. Oh, und sind wir in einem neuen Gebiet? Warte mal, schnell gucken. Tatsächlich, wir sind hier unten durch und sind in ein neues Gebiet. Wow. Oh. Oh. Echt jetzt? Du willst mich doch verarschen, wenn ich da ganz hin muss, Alter, dann muss ich doch hier jetzt überall durch. Na, das kann ja was werden. Bestienmeister jagen. So, da, das haben wir alles, okay. Kennen wir schon alles? Harstal. Ein cooler Name. So, wir müssen hier irgendwo oben auf so eine Hügel-Action. Mal schauen. Bin gespannt, was hier für Viecher sind. Das ist jetzt mal wieder unsere ganzen. Bisschen bei uns spawnen. So, hier sind wir jetzt auf jeden Fall im Gebiet. Da bin ich ja mal echt gespannt, ob das noch was wird. Isamar sind da vorne, na toll. Haben sich hier eine Tränke gemacht. Wir sind genau im Weg auf ihr Lager. Das ist natürlich super. Also das schaffen wir niemals bis Folgenende. Definitiv nicht. Okay, man hat Schreie gehört. Rennen wir schnell hinterher. Tja, so wie es ausschaut, müssen wir durch das gesamte Tal. Gut, lass mich mal vorbei. Ich will hier nichts. Ja, tatsächlich. Wir müssen hier jetzt überall durch. Oh, die wollen ihn mit einem fetten Baum, haben sie ihn versucht schon zu erwischen. Hat nicht geklappt. Na toll. Ja, wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang, ne? Ganz so aus, als wenn wir hier rein müssen. Das schaffen wir noch nie. Na, dann müssen wir wohl noch eine Folge ranhängen. Ich will jetzt den Bären, Alter. Ich will den Bären haben. So. Ein Lager. Och, das trifft sich ja. Mein Lager. Wo sind wir denn? Tatsächlich, wir müssen bis dahin hinten hin noch mehr Lager. Das ist hier ein einzelnes Tal, so wie es ausschaut, aber das scheint auch ziemlich noch groß hier oben weiterzugehen und wird wahrscheinlich irgendwie was hier mit in der Verbindung stehen. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, da haben wir ja erstmal für die nächste Aufnahmesession wieder Glück. Dann können wir hier nämlich das gesamte Tal entdecken, ne? Ja, glaube ich, eine ganz gute Sache. Okay, Leute, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ja, ich weiß, ich bin der größte Pisser, den es gibt. Aber so lohnt es sich ja in der nächsten Folge wieder einzuschalten. Ne? Guck mal hier, erfreut ihr euch. Ja, mein Kleinchen. Ja, du bist ein ganz feiner. Okay, Leute, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Vergiss nicht, ihr seid die Besten. Ich bin euer Isaac. Und genau, macht immer etwas Sinnvolles. Ciao.